Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen zu diesem Video. Heute mal falsch rum in der Anmod. Wir sind hier wieder auf dem 0-Euro-Projekt und sitzen in den modernen Mähdrescher von John Deere. Ich sehe gerade, es wird sogar angezeigt, was für eine Fruchtart wir ernten. Also im Display vom John Deere selber. Und es wird auch angezeigt, wie viel Prozent wir drin haben. Das finde ich ganz cool. Mehr Animation im Cockpit. Finde ich gut. Und das ist unser letzter Ernteauftrag. Und wahrscheinlich auch der letzte Auftrag dieses Jahr, also dieses Spieljahr, was wir hier zusammen machen. Denn es ist schon November, es kommt noch der Dezember. Und ja, im Winter haben wir allgemein ja gar nicht so viel zu tun. Ich werde mal gucken, ob es da Aufträge gibt, die ich machen kann. Die werde ich allerdings sehr wahrscheinlich ohne euch machen. Denn ich denke einfach mal, dass da nichts sein wird, was neu ist, sondern nur Dinge, die wir schon kennen. Und dann sehen wir uns dann auch im Frühling wieder. Tschüss! Nee, Spaß. ja. Nee, wir werden jetzt den Auftrag hier nochmal zu Ende machen. Wahrscheinlich zwischendurch mal eine Zeitraffer einlegen. Und dann geht's auch schon zum Verkaufen. Ihr habt euch in einer Umfrage, die ich gemacht habe, wie ich schon angekündigt habe, habt ihr euch entschieden, was die nächste Investition wird. Und ich muss dazu sagen, danke. Ihr wollt nämlich, dass ich Land kaufe und das passt eigentlich gar nicht in meinen Kram. Ich dachte nämlich Mähdrescher und ein Anhänger. Das wäre das Ding, um nächstes Jahr richtig durchzustarten, um die Ernteaufträge noch effizienter machen zu können, beziehungsweise finanziell für uns noch interessanter zu machen zu können. Denn mit einem Stück Land können wir aktuell nicht sehr viel anfangen. Wir können es ansehen. Das war's. Wir haben noch nichts zum Ernten. Das heißt, wenn wir jetzt ein Stück Land kaufen, müssen wir nächstes Jahr richtig hasseln, müssen Aufträge ohne Ende machen, damit wir denn dazu kommen, ein Stück Land zu kaufen. Damit wir auch Mähdrescher kaufen können, damit dieses Land sich auch in irgendeiner Form auszahlt. Denn ich habe ja schon gesagt, ich möchte eigentlich meinen Hof eigentlich eher in einer der Bergwiesen bauen und nicht hier unten im Tal. Das heißt, wir werden hier unten im Tal ein Feld kaufen, einfach weil es finanziell gesehen interessanter ist als die Bergwiesen. Auch wenn die Bergwiesen weniger kosten auf dem Hektar, sind die Bergwiesen trotzdem alle deutlich teurer als einige Felder hier im Tal. Was einfach daran liegt, dass sie auch unfassbar viel größer sind. Ja, werden wir uns aber angucken. Vielleicht können wir uns ja trotzdem eine Bergwiese leisten, irgendwie so in der letzten Ecke, so ein kleines Stück. Werden wir mal gucken. Und dann einfach mal schauen, was wir kaufen werden am Ende. Das wird sich dann allerdings in den nächsten Folgen irgendwann zeigen. Das ist jetzt nichts, was jetzt passiert. Wir müssen noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Die 62.000, die wir aktuell haben, werden nicht reichen. Und wenn wir diesen Auftrag abgeschlossen haben, können wir gerne gucken. Aber ich vermute auch, dass es dann nicht reichen wird. Was ich aber weiß, ich kann nicht ganz gut abschätzen, wie der Abstand zum Feldrand ist. Dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass ich hier gerade so eine kleine Linie... Oh, ich habe nur ein bisschen was stehen gelassen. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. So, ich würde sagen, wir starten in einer Zeitraffer. Einfach voll cool. Und vorher schreibt ihr noch in die Kommentare. Ich habe so ein bisschen an meinem Ton gearbeitet. Ich habe so ein bisschen den Sublow-Bereich rausgenommen, damit das nicht mehr so dröhnig klingt, wenn man das auf etwas fetteren Lautsprechern hört. Könnt ihr mal ganz gerne was in die Kommentare zu schreiben. Ist es besser? Ist es gleich? Ist es schlechter? Let's go. Ab in die Zeitraffer!
Wir sind fast fertig und ich habe mir gerade Gedanken gemacht. Eigentlich wäre es der perfekte Zeitpunkt, einen Metascher zu kaufen. Einfach aus dem Grund, wir haben gerade Aufträge gemacht, die werden wir abgeben, die sind also wie geliehen und danach werden die sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form in den Gebrauchtwagen-Shop auftauchen. Für deutlich weniger Geld. Werden wir uns die leisten können? Wahrscheinlich nicht. Was aktuell drin ist, ist das Capello-Schneidwerk für nur 28.000. Das ist ziemlich günstig für das Schneidwerk. Ich war kurz am Überlegen, ob wir das kaufen, wir uns leisten können und wir werden es eh später brauchen. Wir werden das jetzt so machen. Wenn wir den Auftrag fertig haben, werden wir einen Tag vorspulen. Einfach mal gucken, ob sich im Gebrauchtwagen-Shop irgendwas verändert hat. Sollte ein Mähdrescher drin sein, den wir uns leisten können, werden wir uns den definitiv kaufen. Weil so ein Angebot werden wir so schnell erstmal nicht wieder kriegen. Und dann werde ich halt gucken, dass ich hier alles an Aufträge mache zwischendurch. Bis zur nächsten Folge. Egal wie viele Stunden das sind. So, dass ich mir denn ein Feld leisten kann. Das wird hart. Das wird sehr viel Arbeit. Wenn wir jetzt keinen Metascher kaufen können am morgigen Spieltag, dann wird ein Feld gekauft, sofern ich schon das Geld habe, um mir ein Feld zu leisten. Das ist ein bisschen der Plan. In dem Fall, ich würde sagen, wir klatschen mal schnell in die Hände und dann sehen wir uns auch schon beim Shop wieder. Auf dem Weg mit unserem New Holland. Ihr habt gesehen, ich habe nicht den John Deere genommen. Zu dem, zu unserem Händler hier, zum Supermarkt, wo wir es verkaufen werden. Ich muss sagen, der New Holland zieht das überraschend gut, den Anhänger. Vielleicht muss ich mir die XML-Datei nochmal angucken und gucken, ob der nicht vielleicht zu viel PS hat. 140 habe ich, glaube ich, geplant bei dem New Holland, aber es fühlt sich nach mehr an. Dementsprechend müssen wir mal gucken, ob das vielleicht sogar mehr ist, denn werde ich es nämlich abändern, weil ich will ja nicht cheaten hier. Wir fahren jetzt mal gucken. Hier so. Aha. Gut. So können wir abkippen. Und gucken einfach mal, wie viel wir bekommen. Also wir werden ungefähr, wir werden ja selber so 3.500 ungefähr, also 3.500 Liter bekommen von den Sojabohnen, die dann hier direkt verkauft werden. Das sind, keine Ahnung, 5.000 Euro. ...4.689. Das ist die Zahl. Dann werden wir jetzt den Auftrag abschließen. Ja, ihr seht, ich habe einen groben Auftrag nochmal angenommen. Den können wir ja ruhig machen, denke ich. Bekommen 2.753 abschließen. Ich mache jetzt noch schnell den groben Auftrag. Das mache ich ohne euch. Und den sehen wir uns quasi wieder, wenn wir den abschließen. Oder ich den abschließe. Und sehen uns dann quasi am nächsten Spieltag wieder, falls sich heute im Shop nichts ändert. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob wir uns vielleicht ein Feld oder so leisten können. 70.000 ist eigentlich echt zu wenig. Ich vermute, dass wir da nichts für bekommen werden. Wenn, dann muss ich halt weiter ackern, ne? Müssen wir gucken. Leute, wie ihr seht, der Traktor ist eingeparkt. Und, naja, also mein Plan hat sich ein bisschen geändert, denn ich habe noch zwei Felder gepflügt mit gemieteten Fahrzeugen und ich würde ganz gerne noch ein Feld pflügen. Dafür brauche ich allerdings, muss ich jetzt erstmal diesen Auftrag abschließen. Das heißt, wir schließen ihn jetzt ab, sacken das Geld ein, dann machen wir noch einen kurzen Cut und dann machen wir die Aufträge, die wir sonst noch haben, also die drei Flugaufträge, die wir dann haben, werden wir dann auch noch abschließen. Dann haben wir ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung, um dann entweder am morgigen Spieltag einen Mähdrescher oder ein Feld zu kaufen. Ich denke, das war eine gute Entscheidung mit sehr viel Zeitaufwand, muss man tatsächlich sagen. Wir schließen mal eben den jetzigen Auftrag ab. Und zwar ist das, jetzt muss ich mal gucken, grubbern natürlich, abschließen. Und jetzt nehmen wir noch hier für 11.000 Euro. Wenn wir jetzt noch diesen Auftrag annehmen, Vertrag akzeptieren, die Fahrzeuge stehen schon auf dem Feld und können loslegen und wir sehen uns jetzt gleich wieder, dass wir alle drei Flugaufträge abschließen. Ich denke mal, Flügen, das brauche ich euch nicht in der Folge zu zeigen, das ist stinklangweilig. Wenn ihr das doch sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren, dann werden wir in der nächsten Folge flügen. Wir haben ja noch zwei Aufträge hier. Aber in der Hoffnung, dass wir jetzt genug Kohle hiernach für ein Feld zusammen haben, machen wir nochmal kurz den Auftrag oder ich mache den und dann sehen wir uns gleich wieder.
Es ist geschafft. Mit diesem wunderschönen New Holland T7-257 HD und diesen siebenscharigen, ich weiß nicht, ist das ein Quenneland? Ja, es ist ein Quenneland-Flug. Habe ich das Feld 14 geflügt. Zweiter Traktor steht irgendwo da hinten, da hatte ich den Helfer drin flügen lassen. Wir werden jetzt die ganzen Aufträge abschließen und dann mal gucken, was so die Finanzen sagen. Das hat mich jetzt tatsächlich helfertechnisch 1700 Euro gekostet. Alle Flugaufträge zusammen, ne, alle drei. Aber ihr seht schon, es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Es macht auf jeden Fall Sinn. Und wir schließen die Aufträge ab und haben hiernach satte 85.100 Euro auf dem Konto. Können wir uns dafür ein Feld kaufen oder nicht? Ich weiß es nicht. Was wir aber vorher machen wollen, war mal eben hier reingucken. Wir sehen hier so, der Capillo ist nach wie vor interessant. Der Versatile finde ich nach wie vor auch interessant, vor allem für den Preis. Können wir uns allerdings nicht leisten. Ansonsten ist jetzt alles andere erstmal uninteressant. Ich würde sagen, wir spulen den Tag vor und werden uns dann gleich wiedersehen. Okay, ich habe das jetzt ein bisschen verkackt, weil ich den Ton vergessen habe anzumachen. Wir haben auch die Aufträge schon abgeschlossen. Wir haben 85.100 Euro zur Verfügung. Haben das Feld hier geflügt, beziehungsweise ich habe das Feld geflügt. Wir haben auch schon den nächsten Tag und ich kann auch mal euch zeigen, im Shop, das macht gar keinen Sinn. Davon können wir uns weder was leisten, ja, können wir schon, aber es macht keinen Sinn. Tatsächlich, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Was wir uns auch nicht leisten können, ist ein Feld. Dafür fehlen uns nämlich noch knapp 7.000 Euro. Dann könnten wir uns das günstigste von allen Feldern kaufen. Das zeige ich euch. Das wäre das Feld 21 für 92.340 Euro. Also knapp über 7.000 fehlen uns noch. Wir haben jetzt zwei Lohnaufträge. Die werde ich zwischen den Folgen machen. Damit wir uns dann in der nächsten Folge direkt am Anfang das Feld leisten können. Ich kann leider nicht noch mehr Lohnaufträge machen, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, dass ich das Feld, die Wiese kaufe. Dafür fehlen uns allerdings knapp 40.000 Euro. Das ist ein bisschen mehr. Wir machen das jetzt so. Wir machen eine kurze Pause, was das hier angeht. Bis der Winter vorbei ist. Das könnte ganz schnell gehen. Das kann aber auch eine Woche dauern. Kann ich euch nicht versprechen. Und ich werde über den Winter alles, was an Lohnaufträgen anfällt, einfach machen. Sofern ich das machen kann. Und dann werden wir gucken, was für ein Feld wir uns kaufen. Entweder 21 oder hier die Wiese. Ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder oder bei eins der anderen Projekte. Schaut gern vorbei. Zum Beispiel Monsterwoche, beziehungsweise Top 5 Monsterwoche heißt das ja. Die Biofarm und alles, was mir sonst noch einfällt. Danke fürs Einschalten. Däumchen nach oben. Abo für meinen Kanal wäre fantastisch. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.